Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Pünktlich um 1 Uhr nachts habe ich mir gedacht, fange ich mit Betrayer an. Einem 3D-Action-Adventure zur Abwechslung mal zu den ganzen Strategiespielen aus dem Hause Black Powder Games. Das Ganze ist noch im Early Access. Gerade ist das vierte Alpha-Update rausgekommen. Und man wird hin und wieder mal gezwungen, wie hier oben schon steht, neu zu starten. Ich würde jetzt einfach mal die Alpha spielen. Bis zum nächsten Neustart und dann die Vollversion, wenn es rauskommt. Es gibt im Moment wohl nur eine Region und die Weltkarte ist vorhanden, sowie die meisten Waffen. Die Story wird aber erstmal nur angekratzt. Was wahrscheinlich auch ganz gut ist, weil das Spiel ist, glaube ich, ziemlich intensiv. Es spielt im Jahre 1604. Man spielt einen Reisenden, der gerade aus England kommt, nach Virginia segelt und unterwegs strandet. Und den Rest der Story muss man sich mühselig zusammensuchen. Wobei, wie mühselig ist, weiß ich noch nicht. Ich spiele blind. Ich habe bisher nur einmal kurz die Steuerung getestet, aber auch nicht gespeichert, wie man hier sieht. Und ja, zu den Farbeinstellungen erstmal. Das Spiel war ursprünglich komplett schwarz-weiß. Also mit starken Kontrasten auch. Und auf großen Rufen der Community hat man sich entschlossen, einen Farbregler einzubauen. Und zwar kann man das Spiel entweder in Komplettfarbe spielen oder schwarz-weiß, wie es war. Ich gehe mal einfach ins Spiel rein, um euch das zu zeigen. Also das ist nicht das komplette. Ursprünglich war das Ganze so. Und ja, das war halt vielen zu krass und ich habe hier mir auch schon YouTube-Videos von angesehen und ich finde persönlich auch, dass man da nicht so ganz erkennt, wobei ich den Stil an sich schon echt cool finde. Also ich würde auf jeden Fall auch so nah wie möglich dranbleiben und einfach nur mal hier, ne, 0,1 Farbsättigung nehmen und die Lichtintensität ein wenig runtersetzen. Die Dunkelintensität ist gut, wobei man kann ja mal eben gucken, was passiert, wenn man da vielleicht auch einen hochgeht, ob das... Also kann man schon einiges mehr erkennen. Ne? Da mache ich mal. Gehe ich hier auch einen hoch. So. So, damit bleibt der Grundton, glaube ich, ziemlich erhalten. Aber die Sichtbarkeit müsste zumindest als Video auch noch ganz gut sein. So, hier sind wir nun. Da hinten ist unser Schiff und da segelt noch ein Schiffchen weg. Ich kann mal versuchen, dahin zu gehen, aber ich kann leider nicht schwimmen. Denn 1604 gab es noch gar kein Seepferdchen. So, ich würde sagen, wir, oh, wir haben schon, können hier hauen. Wir haben einen Dagger, 100 Lebenspunkte. Gucken wir mal ins Inventar. Hier sieht man Waffen, Charms. Gibt also auch Equipment. Clues, Kolonisten, Notes haben wir alles noch nicht. Aber man kann auch Sachen verkaufen. Ja, gut. Kann man noch nicht viel sehen. Wir haben ja noch nichts. Die Kisten kann man anscheinend nicht verprügeln. Ich meine, ich wusste doch, irgendwo gab es was. Die Kontrollen habe ich ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, ich finde mich zurecht, aber da ich ja sowieso noch nicht gespielt habe, wird das wohl kein Problem sein. Und wie man sieht, die Tooltips sind angepasst. Das finde ich immer sehr wichtig bei so Spielen. Oh, wir haben Musketenladung bekommen. Ja, das Spiel spielt in 1604. Die Waffen sind auch sehr typisch. Oh, nichts drin. Und, ja, ganz schwarz-weiß ist es nicht. Einigen ist vielleicht schon aufgefallen, der Rotton, der ist stark. Das ist auch im gesamten Spiel so. Es gibt immer mal wieder rote Elemente, die halt besonders herausstechen sollen oder auch nicht. Doch, eigentlich schon, sonst wären sie ja nicht rot. Aber ich sag gerne und aber auch nicht. Egal, ich gehe mal hier den Berg hoch. Und, ja, mit linker Shift-Taste können wir sprinten und hüpfen können wir natürlich auch. Und wie jeder Schiffsreisende hüpfen wir natürlich den Berg hoch. Nein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, am Anfang passiert noch gar nicht viel. Oh, Nasio. So, ich gehe mal hier zu dem Hütgen da. Das ist so am Wald vom Regner. Da finden wir bestimmt was. Approachen geht auch. Als dauerhaft oder als kurz. Ah, da war Inventar. Was haben wir noch für Tasten? Hören gab's.
Aha, ist jetzt lauter, wenn ich drücke, oder? So ist der Wind normal. Und wenn ich jetzt auf Hören drücke, passiert absolut gar nichts. Okay, das werden wir später nochmal hören. okay, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, hier die Wildnis schon zu erkunden. Aber ich glaube, mit unserem Dolch kommen wir da eh noch nicht weit. Sollten wir auf Gegner treffen, denn das Spiel... ja, also man ist mit einem Treffer so gut wie tot, sag ich mal. Also es ist verzeiht keine Fehler, wenn ich das bisher richtig gesehen habe. Also ich habe mir da schon ein wenig was von angesehen. Aber halt auch nur den Start. Okay, da ist was Rotes. Okay. Eine Botschaft. Ach, kommen wir da nicht hoch? Nein. Dann schauen wir uns die Botschaft mal an. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, dass ich dir trauen kann. Aber ich kann kein Risiko eingehen. Die spanische Flotte hat mein Schiff nicht angegriffen. Und ich finde hier mehr Gegner als Freunde und mehr Fragen als Antworten. Das fängt ja schon gut an. Notes updated. A girl in red, Mädchen in der roten. Gute schießt Notizen mit Pfeilen rum, um mit mir zu kommunizieren. Warum redet sie nicht einfach? Oder kommt einfach herbei? Ja, und die Nachricht. Gut. Oh, das ist eine gute Gelegenheit, mein gesprochenes Englisch mal ein bisschen aufzupolieren. Ich glaube, der Stil ist auch nicht so der modernste. Bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt. Wahrscheinlich sollte ich mir schon mal den Laptop rüberholen mit diversen Übersetzungsprogrammen. So. 24 Coins. Aber wir haben schon einiges an Kohle gefunden. Jetzt wäre natürlich nur mal die Frage. Die Schatten sehen ja interessant aus hier, ne? Oh. Ihr seht ja, der Baum, der ist ja ein bisschen rot. Aber heißt wohl nichts. Sind die alle so? Ne, nur der eine. Ne, hier ist auch ein bisschen drin, okay. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal weiter. Ah, da steht was. Hey, die Dame ist aber ganz schön aufdringlich. So, wir brauchen eine Waffe. Dieser Bogen sollte dienen, bis wir was Besseres finden. Wir sollten unsere Pfeile wieder einsammeln, wann immer wir können. Und uns vor den Spaniern in Acht nehmen. Denn sie sind sehr verändert und jetzt mehr Monster als Mensch. Sind leichter zu töten, wenn sie einen noch nicht bemerkt haben. Wenn sie sauer sind, werden sie stärker. Aha, unsere Pfeile werden manchmal umgelenkt. Oder abgewehrt. Oder abgelenkt, um genau zu sein. Und wir sollen unseren Dagger bereithalten. Enemies sehen uns leichter, wenn wir laufen. Wenn wir stillstehen, weniger. Und ja, kriechen hilft auch. Ein Average Shortbow, 20 Pfeile haben wir. Zoomen geht. Mache ich einen Testschub, kriege ich den Pfeil wieder. Ach, ich warte, da kommt bestimmt sofort ein Gegner. Irgendwie kommen die ja immer so. Mann, bei so Spielen wird man, wenn man das versucht, so on the fly zu übersetzen, dann merkt man immer, wie eingerostet man eigentlich ist. Obwohl man irgendwie 8 oder 10 Jahre Schulenglisch hatte, wird es immer komplizierter, wenn man das länger nicht macht. Fällt mir auch ganz stark bei den... Oh. Es grunzt anderen Spielen auf. So, dann gucken wir mal, was wir so als Bogenschütze drauf haben. Hat er uns schon bemerkt? Nee, ne? Ich will den Shot nicht canceln. Okay. Es bewegt sich. Okay, jetzt bewegt sich's nicht mehr. Hier auch wieder dezent das Rot benutzt. Und einen leichten
Clipping-Fehler. Wir haben was gefunden, und zwar eine Silberfork, die bringt uns 3 Gold. Ja, Pfeile? Keine. Gut. Ah doch, Pfeile haben wir auch wieder gekriegt. Alles klar. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Muss man die Sachen verkaufen? Nee. Also, wenn man Loot kriegt, der nur Gold wert ist und sonst nicht, dann kriegt man automatisch das Gold. Da steht eine Kiste rum. Da gucken wir uns doch mal um. So, Kiste. Da ist auch Gold drin gewesen. So. Ja, im Moment können wir, glaube ich, hier nur den Pfad lang gehen. Dann tun wir das einfach auch. Und da ist ein Tor. Kommen wir schon in eine Siedlung, oder? Und er sieht gar nicht so siedlig dahinter aus. So, nur ein Tor. Oh, Ladebildschirm. Wir gehen zur Forest Edge. Und... ah, hier ist das Ganze, glaube ich, schon ein bisschen grüner, zumindest. Sieht das grüner aus, aber vielleicht auch nur, weil das offen ist. Da hinten ist wieder so ein Totem, da kriegen wir vielleicht wieder eine Nachricht. Aber da steht doch eine Truhe. Ich will mal nicht zu aufdringlich sein, aber hier ist nichts. Da ist Pfeile drin. Na toll, wir haben doch volle Pfeile. Und ein Tomahawk, den wir mit R schmeißen können. Ui, ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut hört. Ich glaube, ich mache den... ups, falsche Taste. Ich glaube, ich mache den Ton ein Ticken lauter. Das scheint hier doch interessant zu sein. So dieses Roar schon aus der Entfernung. Da ist er. Wollen wir mal gucken, wie weit unser Tomahawk fliegt? Oder ich schieße mal einmal und einfach testen. Orks. Die schießen. Oh. Okay. Da eine Glasperle mit einem Goldwert. Boah, ein Schuss. Okay, hat uns kräftig Health abgezogen. Da war ich jetzt ein wenig zu leichtsinnig. Aber okay. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Ich gehe nochmal einfach weiter. Also diese Gebüsche. Also die Grafik, ich glaube, man könnte hier einfach auch nur Fullscreen und das Gras beim Wedeln ansehen. Das ist echt gut gemacht. Also finde ich so auf den ersten Blick. Auch hier so mit den Sonnenstrahlen. Grafisch hat es auf jeden Fall was zu bieten. Da oben ist einer. Ich weiß gar nicht, wie weit unser Bogen kommt. Probieren wir mal. So vom Winkel könnte. Weiß auch nicht, ob der Wind eine Rolle spielt. Ah, ich glaube, das zumindest Aufmerksamkeit erregt. Oder auch nicht. Oh, viel zu tief. Boah, da muss man aber sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Der hat getroffen. Und da kommt er an. Aber noch nicht gesehen, glaube ich. Jetzt. Und es sind zwei. Nicht verstecken. Ah ne, es ist nicht so. Komm. Na? Uiuiui. Okay. Hey, wir haben eine Muskete bekommen. Eine rostige. Viele Feinde verloren. Feinde verloren, sag ich schon. Pfeile verloren. Verschossen. Ich hoffe, die liegen da rum. Oh. Eine spanische Festung. Ich würde ja gerne die Pfeile wieder einsammeln. Obwohl, wir kriegen immer zu viel. Ah, hier ist die Muskete. Da haben wir 5 Schuss. Ah, ich bleibe erstmal beim Pfeilen und Bogen. Was liegt darum? Eine Tasche. Hier müssen doch irgendwo die Pfeile rumliegen. Jung. Warum macht der nicht so ein Fähnchen an die Pfeile? Oder so eine LED oder so. Ach, da liegt eine Notiz. Vom
Log von Benedict Harper. Einige im Konzil. The Nashuas. Okay. Sorgen sich anscheinend darum, dass die Einwohner hier eine Bedrohung sind, aber er hat sie überzeugt von ihrer Notwendigkeit. Wir können aber nicht damit rechnen, dass Sir Christopher eine Flotte mit zusätzlicher Unterstützung bereitstellt, ausrüstet. Die mit Sicherheit ankommt, bevor er aus England ankommt, bevor keiner es mehr braucht. Ja, sie werden wohl alle verhungern. Eieiei. Das Tor geht auf, das ist gut. Da oben stecken Pfeile, glaube ich. Ja, und die spanische Flagge wiegelt. Wie die Pfeile. Irgendwie gefällt mir das ja nicht. Oh, ja, ist ja nett. Die Glocke läutet. Fast Travel Map. Fort Henry, Frost Edge. Also, wir können schnell reisen. Und hier finden wir Pfeile. Dear Sir or Madam, liebe Damen oder Herr, er ist im Besitz ein paar feiner Items gelangen, die er uns verkaufen möchte. Von herausragender Qualität und unvergleichlichem Wert. Achso, und er vertraut uns, dass wir das Geld da liegen lassen, wenn wir irgendwas kaufen wollen. Okay, und wir sollen hin und wieder mal vorbeikommen, gucken, was er so an neuen Items hat. Respectful John Hove, der Merchant. Ah, hier können wir einkaufen. Ein Quality Shortbow. Kostet 400, aber wir haben eh noch kein wenig Geld. Da nehme ich einfach mal ein Paket von mit. Can't carry item, warum? Kann ich das nicht hernehmen? Ja, ach, bin voll. Kann man nur 5 Schuss dabei haben. Longbow, Tomahawk, can't carry item. Wir sind glaube ich schon voll, okay. Pfeile können wir kaufen, das brauchen wir aber glaube ich noch nicht. So, da liegt wieder eine Notiz. Aber ich guck mal eben hier. Was ist das? Sieht so aus, als wenn da mal eine Glocke gehandelt hat, die dazu genutzt wurde, Kolonisten zu gebeten, zu rufen oder vor Gefahr zu warnen. Aber die Glocke hängt nicht mehr da. Indianerpfeile, die wahrscheinlich auf den Kopf des Wächters gezielt waren. Und hier ist... Erstmal trinken. Gut. Und wieder gesund. Oh. Hier ist ein versteinerter Kerl. Ach nee, ist gar nicht versteinert, sondern aus Asche und Glut. Glut? Nicht Glut. So. Da hinten steht noch so einer rum. Ich lese mal eben die Notiz. Oder ich versuch's zumindest. Aus dem Journal von Barnaby Burden. The Savage King from the Call of Arms. Der Plünderkönig, den sie Beorns nennen, war sehr erfreut über die Geschenke von Werkzeugen und Schmuck. Und ich glaube, Plünderkönig ist ja auch nicht so richtig. Und gab ihnen Weizen und Bärenfleisch in Austausch.
was ein vorzüglicher Kurs war. Die wurden geliefert von seiner Tochter Amonuti. Mein Gott. Ein sehr liebliches Mädchen, sagen wir es mal so. Das Savage King ist ja wahrscheinlich der Indianerhäuptling. Nicht der Plünderkönig. Wahrscheinlich wird das Beste an diesem Let's Play meine Übersetzung sein. So, ich komme hier gar nicht rüber. Ich komme hier gar nicht rüber. Ich weiß auch nicht, ob ich mich so wofür rumzuschleichen. Noch ein Brief. Und eine Kiste. Ein Charme. Gucken wir mal, was das ist. 200 Wert. Und wir laden 10% schneller Musketen nach. Ah, der Bogen macht 10 Schaden weniger als der andere. Noch ein Note von der Korrespondenz von William Eastgrove. Laut ihren Gefangenen, versuchen die Spanier die Siedlung zu zerstören. Gegen Piraterie, gegen die ihre Schatzflotte benutzt werden könnte. Und werden uns sicher wieder angreifen. Wir brauchen dringend Verstärkung, wenn wir weitere Attacken abwehren wollen. Moment, aber. Calling to the Spaniards, seek to destroy settlement. Aber. Wir sind da hier Spanier, oder? Ist doch ein spanisches Camp. Hier sind immer noch schon wieder Pfeile. Ja, die hätte ich noch gern. Guck, zwei fehlen mir noch. Entweder war es ein großer Angriff oder aber viele kleine. Ja, das scheint mir auch logisch, dass wenn da mehr Pfeile sind, das entweder aus mehreren Angriffen kommt oder aus einem großen. 24 Münzen. So, da ist noch mal ein irgendwas. Oh, hier ist die Glocke. Eine verzierte Glocke in guter Kondition. Die kann man irgendwo hinhängen. Wahrscheinlich da, wo sie schon gehangen hat. Oh, da steht noch einer. Und noch eine Aschefigur. So. Von der Korrespondenz von Lewis Archard. Es tut ihm leid, dass er nicht keinen einzigen Mann zu Fort Henry schicken kann, weil sie ständig von den Ureinwohnern angegriffen werden, die seit kürzerem wesentlich feindlicher geworden sind, aus unbekannten Gründen. Vielleicht wegen dem Schweinewerk. Wer weiß das schon. Warum sind hier diese Aschefiguren und warum zerfallen die nicht, wenn wir da durchlaufen? So, ja, wir haben getrunken, wir können die Glocke aufhängen. Ich würde sagen, das mache ich noch und verabschiede mich dann bis zur nächsten Folge. Euer Schumbock. Okay. Nicht ganz. Ich läute sie noch. Nein, das machen wir nächste Woche. Bis dann.